Ein Kollege kam zu mir mit dem Satz, den wahrscheinlich viele von euch auch kennen. Du kennst dich doch aus mit Uhren. Kannst du mir mal helfen? Ich habe hier eine Uhr, die hat ein Problem. Und so war es bei mir auch. Und daraus hat sich für mich ein unglaublich spannendes Projekt entwickelt. Und ich nehme euch irrsinnig gerne mit auf die Reise, um zu zeigen, was es mit der Uhr, die ihr hier seht, auf sich hat. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, wie gesagt, mein Kollege kam zu mir und meinte: Axel, du kennst dich doch mit Sinnuhren aus. Ich habe hier auf der Uhrenbörse einen Chrono von Sinn erstanden mit Mondphase und ich krieg den nicht gestellt. Na, meine erste Frage war natürlich: Was ist denn das für eine Uhr? Ja, so genau weiß ich das auch nicht. Ich sage: War es der oder der? Nee, nee, was Goldenes. Und ich so: Okay, was Goldenes ist, grenzt es schon ein. Und hast du denn Papiere dazu? Nee, die habe ich auf der Uhrenbörse in der Klassikstadt gekauft. Also Box auch nicht. Nein, aber er wusste, dass sie ungefähr aus 1996 war. Und damit ging es dann los. Mehr wusste ich nicht über diese Uhr. Ich bin also zunächst mal in das Webarchiv von Sinn gegangen, ob ich eine Uhr finde, die so ähnlich aussieht. So ähnlich habe ich auch gefunden, das ist die 6015 von Sinn. Allerdings hat die einen Vollkalender und die mir vorliegende hatte nur ein Zeigerdatum, die Mondphase und eben die Chronographenfunktionen. Die 6050 war es also nicht. Und dann habe ich mir den Boden mal was genauer angeguckt. Anfangs konnte ich es nicht gut lesen, weil die Folie noch drauf war von 1995, 96. Und habe gesehen, dass die Referenz angegeben war mit 77990. Also habe ich angefangen, nach der Referenz zu suchen und bin auf Chrono Swiss gestoßen. Zwei Uhren, die völlig identisch aussehen, bis auf den Markenschriftzug. Konnte es ein Fake sein? Hat hier jemand eine Chrono Swiss gefaked und dann Sinn draufgelabelt? Ich konnte es mir nicht wirklich vorstellen. Also habe ich gedacht, die Geschichte kann hier nicht zu Ende sein, du musst weitersuchen. Da ich ja nun, wie ihr alle wisst, ein Vintage-Depp bin, das habe ich an mehreren Stellen zugegeben und es bleibt auch dabei, war mir klar, dass ich diese Frage nicht alleine lösen kann und bin also in das Sinn Uhren- und Technikforum gegangen, habe dort einen Post geschrieben, habe einige Leute angefragt, habe ein paar private Nachrichten geschrieben und relativ schnell war klar, dass es diese Uhr so tatsächlich bei Sinn gegeben hat. Und zwar ist es das Modell 6004, 6004, welches mit zwei Ziffernblattvarianten ausgeliefert wurde. Prospektbild zeige ich euch hier. Einmal mit den römischen Ziffern und einmal mit Indizes und die Chrono Swiss, voller Name ist übrigens Chrono Swiss Lunar Chronograph, wurde identisch ausgeliefert. Der Chrono Swiss Lunar Chronograph, das kann man auf der Chrono Swiss Homepage nachlesen, wurde 1995 das erste Mal lanciert, sodass auch der Zeitraum in etwa stimmte. Aber warum bringen Sinn und Chrono Swiss identische Uhren zu ungefähr dem gleichen Zeitraum raus? Auch hier konnte mir geholfen werden. Der User Vintage Sinn Collector im Sinn Uhren und Technik Forum tritt unter einem anderen Namen auf, aber bei Instagram, Facebook und so weiter ist er unter Vintage Sinn Collector bekannt oder auch Mr. Sinn. Konnte mir wirklich sehr nett weiterhelfen, weil er sich sehr gut mit Vintage Sinn auskennt und auch Helmut Sinn persönlich kannte. Und er konnte mir sagen, dass Gerd Rüdiger Lang, der ehemalige Inhaber und Gründer von Chrono Swiss, und Helmut Sinn sich nicht nur kannten, sondern auch, er hat es befreundet genannt, also sich sehr gut kannten, sodass hier eine Kooperation dieser beiden durchaus sehr wahrscheinlich ist. Und damit war für mich klar, beide Uhren, identisches Aussehen, zur gleichen Zeit auf den Markt, die beiden Inhaber der Firmen kannten sich, ja, das passt zusammen und es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass zwei Uhren zum gleichen Zeitpunkt mit identischem Design auf den Markt gekommen sind. Ich fand es super spannend, das rauszufinden und ich gehe auch davon aus, dass das im Wesentlichen genau so stimmt.
Offen bleibt natürlich die Frage, warum die Sinnuhr einen Bodendeckel mit der Referenz der Chrono Suisse hat. Ich denke, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr klären lassen. Ich verlinke euch übrigens die Homepage von dem Vintage Sinn Collector bzw. Mr. Sinn in meiner Videobeschreibung, wenn ihr euch für Vintage Sinn Uhren interessiert. Das ist die Adresse im Netz. Geht hin, guckt es euch an. Ihr kommt aus dem Schwärmen und Staunen nicht mehr raus. Das verspreche ich euch. Aber jetzt möchte ich euch ein klein wenig mehr von der Uhr zeigen und auch zu der Uhr erzählen. Es ist es wirklich, wirklich wert. Ja, hier handelt es sich tatsächlich um einen wunderschönen Chronographen, der hundertprozentige Dresser-Funktionen hat. Das vergoldete Häuse passt hervorragend zu dem Ziffernblatt und das wunderschöne Plexiglas erlaubt einen Blick auf das sehr fein gemachte Blatt. Ihr könnt hier sehen, dass die Uhr neben Krone und Chronographendrückern noch einen weiteren Drücker hat zwischen dem Chronographendrucker auf 2 Uhr und der Krone. Dies ist der Drücker, um beim Monatswechsel von 30 Tagen auf den 1., wenn es keinen 31. gibt, das Datum und die Mondphase gleichzeitig zu verstellen, ohne über die Kronenstellung das separat tun zu müssen. Hier noch einmal unten auf der 6 Uhr Position das wunderschöne Zeigerdatum und das in meinen Augen wunderschön gemachte Ziffernblatt mit den aufgesetzten, ja, sind kleine Klötzchen, kleine Pyramiden als Indizes. Mir gefällt das wirklich ausgesprochen gut und auch die Typologie auf dem Ziffernblatt mag ich sehr. Die Uhr selber hat laut Chrono Suisse ein C755-Werk verbaut. Nach meiner Recherche könnte es auch ein Valjoux 7758 sein, welches von 1985 bis 2003 gebaut wurde. Auch das deckt sich mit dem angegebenen Erstkaufdatum dieser Uhr. So, jetzt gehen wir noch mal ein kleines bisschen näher ran und gucken uns diese Uhr sehr näher an. Die Uhr hat eine Anstoßbreite von 20 mm und eine Höhe von 14,5 mm bei einer Breite von ungefähr 38 mm. Heute eine vielleicht eher kleine Uhr, aber damals eine sehr, sehr typische Größe. Und durch das weiche Plexiglas und die Bauform stört auch die Höhe der Uhr nicht wirklich. Ja, das verbaute Werk ist die eine Sache, das C755. Was vermutlich baugleich ist mit dem Valjoux 7758, das heißt 7758 ist ein 7750 mit Mondphase. Ich habe es leider nicht rauskriegen können. Ich habe nichts darüber gefunden, ob diese Werke baugleich sind. Ich vermute mal sehr stark ja, denn die Funktionen sind absolut identisch und die Uhren wurden mit gleichem Design ausgeliefert, zur gleichen Zeitpunkt. Insofern ist davon auszugehen, dass diese Werke dann auch entsprechend identisch sind. Die Uhr macht auch heute an einem Arm einen wunderbaren Eindruck. Obwohl ich nicht der ganz große Gold-Fan bin und auch mit Plexi meine Schwierigkeiten habe, liebe ich diese Uhr und finde sie wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu tragen. Und freue mich wie Bolle für meinen Kollegen, dass er ein solches Schnäppchen hat machen können. Und leider hat diese Uhr eine Revision nötig, muss also ein bisschen was dran gemacht werden. Aber danach wird sie ganz bestimmt ein Begleiter sein, der immer wieder ganz, ganz viel Freude macht. Eine wirklich, wirklich schöne Uhr, die sich fantastisch angenehm trägt. Und durch das Plexi auch problemlos unter engere Hemdmanschetten rutschen kann. Eine Sache habe ich mir noch aufgehoben bis zum Schluss. Hier sieht man noch einmal schön die 20 mm Anstöße. Mein Kollege hat diese Uhr auf der Uhrenbörse der Klassikstadt in Frankfurt gekauft. Da ist mein Hund. Hallo Kleiner. Und das war im Jahre 2018. Gekauft von einem Händler, der gesagt hat,
Er hätte ein größeres Konvolut an Sinnuhren aus einer Sammlungsauflösung erworben. Und jeder, der sich mit der Thematik ein bisschen beschäftigt, weiß natürlich, im Jahre 2018, im Februar, ist Helmut Sinn leider gestorben. Die Uhrenbörse findet im Oktober statt, sodass man vielleicht vermuten kann, dass diese Uhr vielleicht sogar aus dem Nachlass von Helmut Sinn stammt und damit etwas ganz Besonderes wäre. Leider lässt sich das nicht belegen, aber dran glauben kann man ja. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.